Das war echt gut, ey. Das ist echt, Leute, ernsthaft. Im Rettungsdienst erlebst du manchmal Sachen, wo du denkst, oh mein Gott, das kann dir doch kein Mensch glauben. Aber so viele Nachrichten, die ich von anderen Rettern kriege, ey, Sivi, genau sowas habe ich auch schon erlebt oder so ähnlich. Bestätigt mir auf jeden Fall, dass ich nicht der Einzige auf dieser Welt bin, der solche Einsatzsituationen hat. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Story kommen, ja, möchte ich euch wirklich vom ganzen Herzen bitten, jetzt ohne Flachs, ja, lasst bitte eine neutrale politische Bewertung von diesem Video sein, oder alles, oder lasst es einfach politisch neutral, bitte, ja. Schiebt mich nicht in irgendeine Ecke oder sonstiges. Ich versuche es einfach mal so wiederzugeben, wie es auch wirklich war, um es einfach auch, um euch auch mitnehmen zu können, ja, damit ihr auch fühlt, wie das war. Ja, also bitte, bitte lasst es politisch neutral, das Video bewertet, ja? Also, pass auf, mein Kollege und ich am Tagdienst auf dem Rettungswagen. Wir sitzen am Rettungswagen. Es war bisher eigentlich ein relativ unspektakulärer Tag. Es war nicht viel los sogar. So, wir sitzen auf der Wache, ne, und sind gerade dabei, eine Tasse Kaffee zu trinken und so ein bisschen rumzuquatschen, ne, so ein bisschen rumschnacken, wie man das halt eben auf der Wache so macht. Über alles Mögliche, so ein bisschen schnattern und so, kommt ein Alarm. So, wir auf jeden Fall erstmal geguckt, was steht in der Alarmierungsmeldung. Es steht leblose Person im Friseursalon. Sprachbarriere, Verständigungsschwierigkeiten, Notfallabfrage läuft noch. Und dann denkst du dir, okay, alles klar, das scheint ja richtig Kacke am Dampfen zu sein, weil wenn sie dich losjagen und sagen, alles klar, die Notfallabfrage läuft noch, aber sie schicken dich schon mal los, dann geht es wirklich um Sekunden, ja? Also es machen Leitstellen auch manchmal so, dass sie dann zum Beispiel zu irgendwelchen Wiederbelebungen oder sowas, schicken sie schon mal die Einsatzfahrzeuge los, nur mit einem Alarmierungsstichwort und alles andere folgt dann so. Wir auf jeden Fall natürlich alles stehen und liegen gelassen, rein in die Remise, rein in den Rettungswagen, die drei gedrückt, ausgerückt. Wir sind noch nicht mal aus der Remise rausgefahren, da hat uns die Leitstelle schon angesprochen mit unserem Funkrufnamen und hat gesagt, pass auf, ich habe momentan kein NEF verfügbar. Ich weiß nicht, welchen Notarzt ich euch schicken soll. Ihr seid erstmal auf euch alleine gestellt. So, die Abfrage läuft aber am anderen Platz noch. Und ich denke, okay, alles klar. Also das ist ja schon eine ziemlich lange Abfrage. Im Nachhinein weiß ich warum. Wie schon gesagt, Leute, bitte bewertet das Video nicht politisch. Ja, es ist einfach so passiert. Ich gebe es genauso wieder, wie es passiert ist. Mein Kollege und ich fahren nun also in diese oder zu dieser Zieladresse. Und was man dazu sagen, das war ein Stadtteil, ja, da hattest du halt eben stellenweise tatsächlich so den einen oder anderen sozialen Brennpunkt. Also es war manchmal ein bisschen schwieriger, also war es öfter mal im Rettungsdienst da, auch in Polizeibegleitung und so. Und da reihte sich so ein Friseurshop neben einem Shisha-Shop an dem nächsten so, ja. Also Friseur, Shisha, Shisha, Friseur, Friseur, Shisha, Friseur und so. Ne? Und hin und wieder mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Gemüseladen oder sowas, ja. So, also, war halt eben so ganz normale Einkaufsstraße. So, und wir fahren in die Straße rein und sehen schon vier Leute vor so einem Friseurladen stehen, wie sie ganz eifrig und wild am Winken sind. So. Und ich sage zu meinem Kollegen, ich glaube, da müssen wir hin. Naja, wir auf jeden Fall dahin und halten auf der Hauptstraße. Ich mache meine Tür nur so einen Spalt auf. Ich habe ja vorne rechts gesessen, drücke die vier, also am Einsatzort, mache meine Tür einen Spalt auf. Dann zieht einer von diesen vier Personen meine Tür auf und der andere greift mich gleich von der Seite so in die Jacke. Oh, ich komme jetzt schnell, schnell. Große, schlimm, ganz große, große, schlimm machen. Kommen schnell. Und ich denke, oh ja, warten Sie doch mal. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss doch zumindest erstmal aussteigen und meine Sachen holen. Was ist denn überhaupt los? Oh, Kollege, nichts gut, nichts, nichts reden, nichts sprechen. Friseur, guck, kommen, schnell, schnell kommen. Und wieder rein in die Jacke. Ich sag, Mann, guter Mann, ich muss erstmal meine Sachen holen. So, dann sind schon mal zwei andere sind schon mal vorgelaufen im Friseursalon. So, und während ich den Rucksack raushole, in den RTW reingehe und das EKG quasi aus der Halterung hole, gucke ich so um die Ecke und gucke durch die Fensterfront quasi in den Friseursalon und sehe wieder eine Person auf so einem Friseurstuhl sitzt, war auch nur eine Person, die auf dem Friseurstuhl sitzt, man hat so von hinten gesehen, ne? Also ich habe die Kopflehne, die Kopfstütze gesehen von diesem Friseurstuhl und dann so hochtopierte Haare irgendwie, weißt du, so ein Vogelnest halt, was da so hochguckte. Und da standen zwei Leute daneben und gestikulierten auch ganz wild so, oh mein Gott, oh nein und so, ne? Aber keiner sprach irgendwie mit dem, zumindest sah es nicht so aus, es lag auch keiner auf Fußboden. Also gehst du erstmal davon aus, hier ist ja echt das Schlimmste, so während des Friseurbesuchs ist dem irgendwas passiert. So, und jetzt liegt er da leblos in dem Stuhl rum. Kann ja aber passieren sowas, ne? Habe ich zwar ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Jetzt habe ich auch gespoilert, dass es auch in dem Falle nicht so war. Aber es kann ja alles passieren. So, ne? Menschen sind ja manchmal in den unliebsamsten Situationen. So, das muss man mal ganz klar sagen. So, wir auf jeden Fall erstmal raus aus dem Auto.
Und der Typ wäre mir da immer in die Jacke, kommen, schnell, schnell, kommen, du machen, kommen, Kollege, nix gut, kommen. Ich sag, ja, ich komm. So, und dann ist er hinterher rein in den Friseursalon, geh an den Stuhl ran. Und dann stehen die anderen beiden da und der eine von denen, die da standen, sagt, Kollege, nix reden, nix sagen, nix, Kollege. Und ich guck so, guck dem ins Gesicht, der liegt da wirklich so. Ich denke, ach du Scheiße. Und dann, ey, hallo, hier ist der Rettungsdienst, hallo, hallo, mach sie mal die Augen auf. Und so erstmal ansprechen, anfassen, ein bisschen rütteln. Mit einfach so durchs Rütteln, macht er die Augen auf. Ach, hallo, hallo, ich sag ja, moin, hallo, Rettungsdienst, was ist los mit Ihnen? Rote Jacke, Polizei? Sag, nee, ich bin nicht Polizei, Rettungsdienst, Notarzt. Was ist los mit Ihnen? Was passiert? Na, Ihr Kollegen haben angerufen, oder? Kollegas? Ich schlafe. Ich sag, wie, Sie haben nur geschlafen. Wie fest haben Sie denn geschlafen? Ich schlafe. Ganz viele Arbeit, hier Arbeit, in Laden, ganz viele Arbeit und dann machen Haris, schneiden, Kollege, ich schlafe. Ich sag, Sie sind eingeschlafen. Ja, ich schlafe. Ich guck die anderen Leute an, die da drumherum waren, auch die, ne, die natürlich da am Auto waren. Das waren natürlich alle um uns herum, eine ganze Bande war da von uns um uns rum. Mein Kollege rollte schon mit den Augen. Ich sag, hat denn irgendjemand ihn mal angesprochen? Was war denn da los überhaupt? Ja, machen, setzen, schneiden, Haare, nichts mehr sprechen. Ich sag, ja, gut, okay, nichts mehr gesprochen. Haben Sie ihn mal angesprochen, mal gerüttelt? Nichts machen. 110 wählen. Ich sag, 110 ist die Polizei. Ja, Polizei. Polizei wählen. 110, Kollege, nichts reden. Ich sag, ja, gut, okay, aber haben Sie ihn denn mal irgendwie mal, hallo, Marie, die angesprochen? No, nichts machen. Du machen. Ich sag, ja, ich mach das. Ich hab das ja gerade gemacht. Ich hab ihn gerade geweckt, aber ist ja auch nicht normal, dass jemand so fest schläft. Na, nichts laut in Laden, sagt der Typ, der daneben steht. Nichts laut in Laden, weil Kollege ja Augen zu. Ich sag, warum sind wir denn jetzt hier? Ja, weil Kollege nichts reden. Ich sag, Alter, ich guck meinen Kollegen an. Mein Kollege schon soll die Sachen schon mal zum RDW bringen. Ich sag, nee, warte mal. Ja, lass mal zumindest noch mal ein EKG und alles machen. Ich sag, darf ich das mal bei ihm machen? Ja, machen. Also alles in Ordnung. Also von den Befundungen her war alles okay. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, ja, also er selber hat in diesem Laden gearbeitet, ja, so, und hat dann gesagt, er will sich selber das Vogelnest da oben schneiden lassen. Setzt sich auf den Stuhl und schläft ein. Aber keiner von den Anwesenden spricht ihn an, sondern die sehen Auge zu. 110 wählen. Haben sie natürlich bei der Polizei angerufen, gesagt, oh, Kollege, nix, Augen auf und so. Adresse durchgegeben. Und die Polizei hat es natürlich an unsere Einsatzleitstelle weitergegeben, logischerweise. Sodass wir ausgerückt sind zur leblosen Person. Mein Kollege hat dann auf jeden Fall erstmal die Leitstelle informiert. Ey, wir brauchen hier kein NEF, nicht, dass hier jetzt auch noch ein Notarzt gebunden ist. Und Ende vom Lied war, der Patient, ja, durfte dann weiterhin da sitzen, sich die Haare schneiden lassen und alles war in Ordnung und dann, du geh mal nach Hause und schlafen. Ja, immer Arbeit, ja, das mag sein und das muss man auch mal sagen. Es gibt in einigen Kulturkreisen, sind die super fleißig, also mein Friseur zum Beispiel auch, ja, also der ist auch nicht deutscher Herkunft und den sehe ich, also egal wann ich an diesem Friseurladen vorbeigehe, immer ist der da, ne, also ich habe ihn noch mal irgendwann gefragt, sag mal, arbeitest du eigentlich? Ja, 6 Tage Woche, morgens bis spät abends. So, das sind Arbeitsschweine, ja, so richtige Arbeitstiere so und irgendwann bist du vielleicht mal erschöpft. In dem Falle war das wohl so und der war aber kerngesund, mit dem war ja nichts. Wir haben ihn untersucht, alles war in Ordnung, er wollte auch nicht ins Krankenhaus, auch keinen Bock drauf gehabt, so, ich habe ihm das angeboten, mal zur Untersuchung ins Krankenhaus, weil es ist ja eigentlich unnormal, dass jemand so tief fest einschläft, also selbst wenn die anderen drumherum nicht laut sind. Das ist ja ein Friseurladen und an ihm wird da rumgefummelt, also irgendwas muss da ja sein, so bin ich zumindest von ausgegangen. Aber nö, er wollte auch nicht und er hat auch gar keinen Bock gehabt. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja, nichts reden, nichts sprechen. Alles große schlimm. Es war alles ganz große schlimm da beim Friseur. Ach Leute, manchmal, ne, weißt du, ganz ehrlich. Also ich mache den Job echt gerne. Aber ne, anstatt die den einfach mal ansprechen und mal sagen, hey, hallo, mach doch mal die Augen auf. Da hätte er die Augen aufgemacht, dann nichts 110 wählen. Sondern da wäre alles in Ordnung gewesen. So ist das wieder hier. Notfall-Lebensberatung gewesen. Das war schon wieder so betreutes Leben irgendwie. Habt ihr sowas erlebt? Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich echt brennend interessieren. Und wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert da und die Glocke aktiviert, damit ihr über weitere Videos weiter rechtzeitig genug benachrichtigt werdet. In diesem Falle nix. Alles kurz ist schlimm. Kollege, kurz ist schlimm. Nix reden. Oh Mann, Alter. Ja, der Rettungsdienst in Deutschland. Also ich kann euch sagen, es wird nie langweilig, wirklich nie langweilig.